Wenn sie jetzt wieder mit irgend so einer scheiß So Alarmanlage kommt. schaffe ich es vielleicht, dass der Kratz. Huch, Ja. aber zumindest sieht es jetzt. Ah, wieso habe ich das eigentlich nicht letztes Mal schon gemacht? Ich bin aber auch ein Tro. Ja, kann ich laut sagen. Ich gehe einfach gerade wieder zurück. So, jetzt machen wir wieder. Plopp. Guck mal, dein Auto ist wieder ganz. Wo-do-do-do-do. Herr Rossi, Befreien. ja. Ich versuche die Geschichte mit Jetzt. dem Wunschbrunnen noch einmal. Vielleicht. Plopp. Wunderschön. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn das funktioniert. Ach, wollen Sie nicht zu mir? Das ist zwar totaler Quatsch, aber ich wollte sowieso. Der Kratzer ist fast weg. Sehen Sie, der Wunschbrunnen hilft doch. Aber ein bisschen ist der Kratzer noch zu sehen. Außerdem sind da jetzt so komische Flecken. Was erwarten Sie? Ich habe gerade mal 5 Cent in den Brunnen geworfen. Dafür bekommt man eben nur ein sehr kleines Wunder. Für eine größere Summe gibt es vielleicht auch ein Achtung, größeres jetzt fährt Wunder. er zur Bank Sie und haben recht. holt sich 100 Zumindest wäre Euro. es einen Versuch wert. Warten Sie, ich bin gleich wieder da. Und? Sind der Kratzer und die Flecken schon weg? Nicht wirklich. So ein Mist. Und dafür habe ich jetzt 10 Cent ausgegeben? 10 Cent? Na, da waren Sie aber nicht sehr spendabel. Das ist doppelt so viel, wie Sie bezahlt haben. Naja, vielleicht fühlt sich der Wunschbrunnen ein bisschen verarscht und lässt sich mit. Das könnte natürlich sein. Ich werde hierbleiben und auf das Wunder warten. Vermutlich. Dann mal viel Glück. Okay. Dann holen wir uns mal sein Geld. Wenn wir so weitermachen und einfach immer irgendwelche Touristen Das verarschen, nenne dann ich mal werden wir eine noch reich. gelungene Investition. 200% Gewinn in wenigen Minuten. Wenn ich die Welt gerettet habe, werde ich ein Buch über Anlagestrategien schreiben. Jetzt haben wir 15 Cent. Yeah! Und was machen wir jetzt mit 15 Cent? Vielleicht können wir davon den Schnaps kaufen. Oh, geh doch einfach ein bisschen weiter. Hier, ich Ich hab weiß, dass du ein kluger Frau Kleingeld. bist, aber wenn ich ihm wirklich helfe. Moser, Moser, Moser. Auf. Okay, was könnten wir mit Geld machen? Gehen wir mal ins Gefängnis. Ich habe eine Bank ausgeraubt, ich habe ganze 15 Cent erbeutet. Naja, hat ja nicht so gut geklappt. Ich glaube, da müssen wir immer noch betrunken zu sein. Was hat uns jetzt das gebracht, diese 15 Cent? Also hier ist ein Stein im Krokodilgehege, wo ich nicht rankomme. Hier ist ein Stein in der Zelle, dazu brauche ich einen Schnaps. Für den Schnaps brauche ich was zu essen. Und das Essen weiß ich einfach nicht, wie ich es hinbekommen soll. Hier war doch aber ein Kaugummiautomat. Das ist richtige Na Nahrung, ja. klar, Geld regiert die Welt und umsonst ist. Ah! Ich habe fast mein Wunderbar. ganzes Vermögen gegen ein Kaugummi getan. Die wird wohl noch ein bisschen anderes Geld dabei haben, oder? Nein, ich glaube eher nicht. Ich habe Kaugummis für dich. Die machen voll satt und verkleben dir den Magen. Ach komm schon, ich habe jetzt Kaugummis. Vielleicht können wir das Krokodil damit ein bisschen außer Gefecht setzen. Oder den Elefanten. Probieren wir es erstmal beim Elefant. Naja. Was? MacGyver bräuchte jetzt nur noch eine Kugelschreibermine, um daraus eine Atombombe zu basteln. Ich kann leider nur darauf rumkauen. Vielleicht kann MacGyver aus dem Baguette was machen. Zum Beispiel eine abgesägte. Nee, er mag ja keine Waffen wie Schrotflinten. Naja. Ha, 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 ha. Ah. In diese Brühe?
Auch wenn das Baguette stein... Und diese Brühe? Wie kriege ich das Baguette irgendwie hin, dass der Penner das isst? Kann ich den Elefant eigentlich so einen Schnulli geben? Oh, hier eine Rüssel. Rein, rein, rein. Nein. Den blauen Stein kann ich mir aber auch nicht einfach nehmen. Hallo. Nein. Ach. Können wir irgendwas mit... Wir haben zwei Statuen. Einmal hier eine und einmal im Park eine. Können wir mit dem Affen... Also, allzu viele Möglichkeiten sehe ich da jetzt nicht mehr. Vielleicht hat der... vielleicht kann man dem Elefanten die Erdnüsse geben oder Spaghetti zum Zertreten. Nein, die Erdnüsse. Oh ja, guck mal, ich fütter dich. Ich hoffe nur, dass du keine Allergie hast. Schon erstaunlich, dass ein so großes Tier ganz verrückt nach so winzig... Der hat's nicht mal gegessen, der hat den Rüssel meterweit vor seinem Maul gestoppt. Ich finde es immer wieder... Jetzt bist du mir hörig. Der ist einen Tick... Schon erstaunlich, dass ein so... Ich gebe ihm einen Tennisball zum Fressen. Ja, was hat mir das jetzt gebracht, dass ich dem die Erdnüsse gegeben habe? Rein gar nichts. Oder steht hier noch was? Ein afrikanischer Elefantenbulle. Erkennbar an den im Vergleich zum asiatischen Elefanten deutlich größeren Ohren. Boring. Was hat mir das jetzt gebracht? Warte mal, wenn wir hier Erdnüsse reintun, dann frisst der Elefant die doch fressi und dann schmeißt er den ganzen Baum um. Und wir können einen Baum in unserer Hosentasche mit uns rumtragen. Der Elefant macht die Arbeit. Wunderbar. Und hat trotzdem keine Erdnüsse. Ich hingegen... Komm hier. Bin ja kein Arschloch. Schon erstaunlich, dass ein so... Jetzt gehen wir da rüber ins Gehege. Klauen uns den Stein. Der Stein war schon locker. Und gehen wieder raus. Auch wenn ich mich frage, wie die hier hochgekommen ist. Der muss ja 2-3 Meter groß gewesen sein. Naja. Okay, haben wir jetzt auch den Stein. Die Milch kann... Ja, aber das merkt er nicht. Das merkt er nicht. Aber das ist vielleicht immer noch Wenn wir das mitnehmen, dann wird es natürlich merken. Aber wenn wir so ein Baguette einfach mal reinrammen und dann wieder rausziehen, das merkt er nicht. Sehr logisch. Ich habe ein in Milch getränktes Baguette. Das verkaufe ich jetzt als Milchhörnchen. Hier, ich Opa. Ich habe hier die optimale Mahlzeit für Sie. Ist zwar kein 5-Gänge-Menü, aber halbwegs vielleicht gesund. Vielleicht ein 5-Cent-Menü. Ja, das sieht in der Tat sehr gut aus. Ich kann sogar... Ist doch selbstverständlich. Gib mir den Schnaps. Jetzt, wo Sie was zu essen haben. Probieren kann ich. Ich nehme die Flasche mal. Fragen Sie morgen einfach den Zoowärter. Der hat bestimmt ein bisschen was für Sie übrig. Meistens ist das Wichtige, dass es den Tieren gut geht. Saufen. 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 Ich gehe dann mal... Tschüss. Hab schon eine genommen. Und jetzt kippen wir ordentlich ein. Ich kann relativ leicht einen volltrunkenen Zustand simulieren. Allerdings müsste ich vorher sicher gehen, dass ich auch in die richtige der beiden Ausnüchterungszellen gesperrt werde. Ah.
Und wie machen wir das am besten? In welche wollen wir denn? In die, glaube ich, oder? Eine Ausnüchterungszelle. Sie ist leer. Eine Ausnüchterungszelle. Ah, nee, wir wollen in die und die hier müssen wir außer Gefecht setzen. Und das machen wir, indem wir Kaugummi in in das Schlüsselloch tun. Jetzt dürfte man da nicht mehr so leicht reinkommen. Genau. Jetzt saufen wir uns ordentlich auf der Polizeidienststelle ein. Lassen Sie mich hier ruhig, wir Alkoholikerin. Lass mich. Das Zeug ist widerlich. Ich habe es wieder in die Flasche gespuckt. Ist auch besser so. Schließlich brauche ich auch was. Morgen, Mrs. Ich habe ordentliches Whisky-Parfüm aufgelegt. Dann dürfte jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einsatz meiner schauspielerischen Fähigkeiten sein. Hallöchen, du schicke Schnitte. Ich bin Hacke Sicht und will eine Ausnüchter. Ich will eine Zelle. Ach ja? Dann hauchen Sie mich mal an. Oh, das stinkt ja nach ganz billigem Fusel. Aber einen wirklich betrunkenen Eindruck machen Sie nicht auf mich. Wir sollten mal einen Bluttest machen. Ich kipp dir den Schnaps in den Blut. Setzen Sie sich bitte dort auf den Stuhl. Ich kipp der Schnaps als Blut hin. So, dann wollen wir mal ein bisschen Blut abnehmen. Das wird... So, das war's schon. Nicht schon wieder. Das wird wohl mein Mann sein. Alle 20 Minuten ruft er mich an, um zu kontrollieren, ob ich wirklich arbeite oder nicht doch fremdgehe. Als ob eine Frau mit meinem Aussehen noch einen anderen finden würde. Bitte warten Sie hier kurz. Ich bin gleich wieder da. Ich sollte mir schnell was einfallen lassen. Da ist die Spritze, da kippen wir jetzt einfach Alkohol rein. Ich werde mein Blut mal mit etwas Alkohol verdünnen. Verdünnen? Das sollte austauschen. Sicherstellen, dass ich auf jeden Fall in die Ausnüchterungszelle muss. 40%! So, dann können wir ja endlich weitermachen. Ich werde die Blutprobe jetzt kurz ins Analysegerät stecken. Mein Gott, Sie sind ja tot. Sie haben 3,7 Promille. Ich bin mir nicht sicher, wie Sie überhaupt sprechen oder gerade sitzen können. Oder warum Sie überhaupt noch leben. Aber wenn es jemand verdient hat, in eine Ausnüchterungszelle zu kommen, dann sind definitiv Sie das. Kommen Sie bitte. Oh, bei 3,7 Promille, da steckst du niemanden mehr in die Ausnüchterungszelle. Da bringst du den vielleicht mal ins Krankenhaus, damit der überwacht wird, bevor er ins Koma fällt. Nanu, der Schlüssel geht nicht ins Schloss. Scheint irgendwie verstopft zu sein. Aber wir haben ja zum Glück nicht nur eine Ausnüchterungszelle. Die hat aber auch einen ganz schönen schiefen Gang gerade hingelegt. Bitte noch Ihre Sachen. Ich bewahre sie während Ihres Aufenthalts für Sie auf. Wunderbar. Da scheint noch eine Zelle nebenan zu sein. Eine sehr musikalische Zelle. Hallo, Sie spielen wirklich sehr gut. Vielen Dank. Ich habe auch viel Zeit zum Üben. Oh, seit wann sitzen Sie da? Keine Ahnung. Ist der Krieg schon vorbei? Ja, Napoleon wurde auch bereits nach Elba verbannt. Und, was haben Sie verbrochen? Oh, da war so einiges, was von mir vorgeworfen. Ja, davon geht... So. Kriege ich nicht einfach so aus der... Doch. Die sind fest in der Wand verankert. Dann... Ein kaputter Ball. Ein Löffel. Warum auch immer das hier rumliegt. Damit kann man jemandem ja das Auge rausholen. Deutlich besser nachdenken. Wenn da so die Polizistin so reinguckt, na einfach... Soll ich jemandem Grüße von Ihnen? Nein, danke. Aber nein, werde ich garantiert nicht machen. Pritschen und pritschen. So müde kann ich gar nicht sein.
Jetzt sägen wir uns da einen Stuhlwein ab und damit können wir dann das Polster aufschneiden. Nee, warte, ich bin im falschen Spiel. Ich verstehe das mit dem blauen Stein immer noch nicht. Ich? Nein, nein, so etwas würde ich doch nie tun. Gut, dann will ich mal hoffen, dass ich in Zukunft kein Kratzen und Schaben mehr hören werde. Das macht immer noch keinen Sinn, wieso man in eine Wand, die einfach so schön gleich aussieht, einen blauen Stein einsetzt. Sag dir mal, hallo? Dass er Musik spielen soll. Spiel mal Musik. Können Sie mir eventuell einen Gefallen? Wollen Sie etwa meine musikalische Höchstleistung dazu Wenn ich ehrlich sein soll... Na prima. Da habe ich endlich mal etwas... Tut mir leid, aber ich habe wirklich... Schon gut. Aber machen Sie mir wenigstens vorher noch eine kleine Freude. Und lösen Sie ein Rätsel. Sie müssen wissen, Rätsel sind mein Lieblingsjob. Okay. Muss das sein? Bin gespannt. Ja. Auf. Na gut, dann schießen Sie mal los. Ich denke an eine dreistellige Zahl. Sie müssen erraten, an welche. Keine Sorge, ich gebe Ihnen ein paar Tipps. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Schauen Sie sich in Ihrer Zelle ganz genau um. Egal, wie lange Sie suchen, Sie werden die Lösung nicht finden. Die zweite Ziffer ist ganz einfach. Sie halten Sie gefangen. In Frage kommen nur ungerade Ziffern, die größer als 1 sind. Und schließlich die letzte Ziffer, welche definitiv gerade und ebenfalls in ihrer Zelle zu finden ist. Alle können darauf stehen, aber nicht alle damit gehen. Aber sonst geht's prima, oder? Ja, danke. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie glauben, die Antwort zu wissen. Okay, also das letzte weiß ich. Alle können darauf stehen, aber nicht alle darauf gehen. Das sind die Stuhlbeine. Das erste war zwischen 1 und 5 und ist irgendwo in meiner Zelle. Vielleicht ist es eine 3. Und das zweite Rätsel habe ich schon wieder vergessen. Na, da bin ich aber mal gespannt. Die erste Ziffer ist eine Zahl zwischen 1 und 5. Das Rätsel war, schauen Sie sich in Ihrer Zelle ganz genau um. Egal wie lange Sie suchen, Sie werden die Lösung nicht finden. Wie lautet die erste Ziffer?